Guten Tag, zurück bei Peter Gaming. So Leute, da hat er gesagt, irgendwas gibt's ins Geldo. Dann reisen wir mal dorthin, oder Leute? Und zum Ding dahin können wir genauso dahin gehen, da hätten wir's. Ist optimal. So machen wir's. Jetzt schauen wir mal, was wir bei ihm bekommen, oder Leute? Ziemlich nicht schlecht, oder Leute? So. Gucken wir mal. Na, ja, dann tät ich sagen, meditieren und ein bisschen hell ist mal wieder, wie immer. So ein bisschen. Und dann, der Retter ist da. Ah, genau. Dann schauen wir mal, was du im Angebot hast. Genau. Hat nicht so viel, aber, das kann ich wegschmeißen, das. Yes, das ist nicht schmeckt. Das nee, oh, was hat. Oh, nicht schlecht, okay. Oh, okay. So. Bis dann. Wow, wir könnten jetzt mal wieder was uns auf. Wow, das ist nicht schlecht, jetzt guck mal, Leute. Ja, und dann. Das Level. Alter. Kann man nur ausprobieren. Aber jetzt reisen wir mal weiter. In den Sumpf, um den Sumpf ging mit meinem Mund. Reißen wir in den Sumpf, Leute. Dann reißen wir hier neu. Ins Weißendorf vom Buckelsee, oder Leute? Mann, ist das heftig, oder so? Oh, es werden keine Hexenschüler mehr ausgebildet, Leute. So. Jetzt gucken wir mal das Ding auf dem Außenwald. Ja, ich hab doch keine. Ich hab keine Lust. Ja, ich will. Ja, ich will euch doch mal. Oh, mal gucken. Alter. Oh, das ist ja. Warum das? Mal fragen wir mal ihn, oder Leute? Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel. Dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Warum das? Erzähl mir mehr über das Monster. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne. Und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um. Und ich sah Augen wie glühende Kohlen. Und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid. Nachtaktiv. Ja, genau. Der erste Angriff. Okay. Weißt du noch, wann der war? Genau. Vor einer Woche ungefähr. Als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht. Aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend. Um jedoch beim Thema zu bleiben. Genau. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, genau. Das war ich.
Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen ein Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Gut, wie viel willst du denn zahlen? Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Gerne. Wie viel genau willst du zahlen? So, machen wir mal anständig. Machen wir mal 70 oder Leute? Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Okay, aber ich brauche... Ich bin einverstanden. Ja. Na schön. Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Genau. Im Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Okay, oh je. Oh Mann. Das ist kein gewöhnlicher Mord. Der Geruch, fast metallisch. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Aha. Oh ja. Dann schauen wir mal, was wir da finden, oder Leute? Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Komisch. Keine Spuren um die Leichen herum. Okay. Junge, Junge, was hier abgeht. So, jetzt können wir wieder farmen. Okay, Leute. Die Leiche ist schon fast ganz verwest. Okay. Aber richtig was. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Oh, das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Aber ich finde ihn. Okay, durch. Das Auge von Nehalin. Ich sollte es benutzen. Genau. Oh Mann. Okay, da hat er schon was. Okay, du isst mal was. Schauen wir mal, was er macht. Schritte? Oh Gott.
Oh Mann, ist er stark. Alter, das ist gut. Alter, das ist gut. Oh, Alter. Hier noch einmal! Ja! Wow, Hen! Yes, wir haben ihn gekillt, Leute! Super! Wow, jetzt müssen wir wieder zu ihm gehen und dann. Und dann kriegen wir unsere Belohnung, weil da. Jetzt geht aber zur Zeit jetzt voll ab in diesem Spiel, oder Leute? So, jetzt kommen, wir unter die Belohnung. So, hoffentlich nerven uns die Zinger jetzt nicht. Aber ich muss mich... Ah, mein Hand gleich. Aber ich könnte jetzt nur meine Waffe reparieren. Wir haben ja dann einen Waffen Waffenreparatur. So, dann ist die Waffe zumindest wieder fertig. Und jetzt können brauchen wir jetzt. Genau. Hier, ich hab dich hier gebracht, die Belohnung. Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl. Moment mal, das ist weniger als vereinbart. Meister Hexer, die Bestie hat mich vom Torfsammeln abgehalten. Und ich habe ja eine Familie zu ernähren. Okay. Mir fehlen nur noch ein paar Kronen. Dann kann ich neues Werkzeug kaufen. Hab Gnade. Ich werde dich bezahlen. Ich zahle das Doppelte. Aber erst in einer Woche, wenn ich die Verluste wettgemacht habe. Gut, bis nächste Woche. Also schön. Aber denk daran, dass ich daran denke. Du wirst nicht dran vorbeikommen zu zahlen. Danke, Hexer. Hab Dank, Herr. Genau. Militele segne dich. Mögest du fruchtbar sein und dich... An die Arbeit. Du hast nur eine Woche. Eine Woche, genau. So Leute, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. So, und jetzt machen wir mal den... Ich stehe jetzt Sachen machen... Lass mal gucken, mal. Das Ahnenfest, die ich sage, machen wir mal, oder Leute? Und den... Oh man, die Ziege. Oh, ich will doch von euch überhaupt nichts. Ich hab... will doch von euch überhaupt nichts. Ich will einfach nur hier... schöne meine Zeit und... So, jetzt reißen wir mal. Jetzt müssen wir gucken, wo das Ahnenfest ist. Okay, da ist Ahnenfest. Okay. Reißen wir mal zum Ahnenfest, oder Leute? Schon heftig, was hier immer so abgeht. Um Mitternacht, Tomate. Ganz oben im Turm.
Das will ich jetzt noch. Okay, machen wir die Mission. Machen wir erst die Mission von ihr, glaube ich. Und das arme Fest machen wir vielleicht später, Leute. Würde ich sagen, bitte. So machen wir es auch. Können wir so machen. Können wir beide machen, ob wir es jetzt erstmal oder die nächste. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was ist mit den Notizen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Okay. Sag. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Ganz humanitäre Motive, wie? Genau. Ja, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid vergibt niemand. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Muss. Ich habe etwas, das er will. Bitte. Das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Das ist Selbstmord. Kayla, das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Kayla Metz, Beraterin von König Foltist und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Okay. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Geh nach Keomorin. Ich weiß was Besseres. Ja, geh nach Keomorin. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Genau. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Sehen wir uns? Wir sehen uns also in Kermorhen? Eine fast bettwanzenfreie Zone. Ich kann es kaum erwarten. Bis bald, Geralt. Wow. So. Nicht schlecht. So, Leute. Jetzt werden wir uns erst... Wow. So Leute, werden erstmal dahin. Oh Mann, die scheiß Gule. Ich hoffe, dass es zum endlich. Noch ein Ghoul. So Leute, jetzt tun wir uns erstmal mit die. Warte mal. Nee, ich sag mal so. Die Ahnenfest werden wir erst beim nächsten machen. Euer Peter, Game sagt.
mit V.